Und wir kommen jetzt zu einem Mann, dessen Stimme, dessen brillanter Bassbariton schon mit etlichen Preisen ausgezeichnet wurde und der jetzt bei uns ist. Wir freuen uns sehr, Thomas Quasthoff. Hi. Ja, hallo. Dass Sie jetzt bei uns sind, ist besonders schön, weil Sie vor 6 Jahren für uns alle sehr überraschend, also ungefähr vor 6 Jahren war es, glaube ich, den Abschied von der klassischen Bühne, also den Abschied, den Abschluss Ihrer Gesangskarriere bekannt gegeben haben. Ja, aber nach über 40 Jahren, also das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, aber Sie können ja noch ein bisschen eigentlich. Ja. Also, es war zu lesen, Sie hätten Ihre Stimme verloren. Was ist genau passiert? Naja, ich habe vor 8 Jahren meinen Bruder verloren, mit 52 und wir hatten eine sehr enge Beziehung zusammen, wir haben 3 Bücher zusammengeschrieben, wir haben sehr viel Musik zusammen gemacht. Mein Bruder hatte in Hannover einen literarischen Zirkel, wo ich sehr viel von ihm gelesen habe und er hat auch Songs geschrieben, die ich gesungen habe. Also wir hatten schon eine außergewöhnlich innige Bruderbeziehung und das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen, als er starb. Das dauerte letztendlich auch nur ein Dreivierteljahr. Ein halbes Jahr vorher war meine Mutter gestorben, also es kam sozusagen auch in diesem Jahr dann relativ geballt. Und da die Stimme im Grunde genommen die Seele des Menschen ist oder sehr deutlich widerspiegelt, war es so, dass ich 2 oder 3 Tage nach dieser Diagnose einfach ein bisschen gesprochen habe wie Tom Waits. Und es war an den Stimmbändern nichts erkennbar. Und da wir klassischen Musiker immer 3 bis 4 Jahre im Voraus planen, oder ich damals plante, war ich es irgendwann auch leid, jedes Mal diese Frage zu beantworten, ja, wann geht's denn nun wieder? Weil das weiß man einfach nicht, wenn die Psyche krank ist und die Seele krank ist. Das ist nicht mit Medikamenten therapierbar, sondern das braucht einfach Zeit. Und das setzt einen ja auch unter Druck, wenn man immer und die Frage beantworten muss. Eben, setzt auch unter Druck. Und ich habe aber Jahre früher schon immer gesagt, ich werde, glaube ich, hoffentlich mal zu den Künstlerinnen und Künstlern gehören, die auch mal rechtzeitig aufhören, wenn sie merken, dass man nicht mehr den eigenen Level erfüllt, den man sich selber setzt. Das habe ich getan, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Weil mir fehlt auch so ein bisschen das Johannes Heesters Gen, das ist nicht so meins. Und dann war aber so, dass ich immer irgendwie tätig war. Ich habe dann 2 Jahre Kabarett gemacht, ich habe mit großer Freude übrigens, ich habe viele Lesungen gemacht, ich habe ein Hans-Dieter-Hüsch-Programm gelesen, einen Kabarettisten, den ich seit Kindertagen verehrt habe. Was ja bedeutet, dass Sie wieder mit Ihrer Stimme gearbeitet genau. haben. Genau, das wurde dann eben immer besser. Und dann traf ich irgendwann Freunde und die sagten, sag mal, du hast immer Jazz gemacht, was ich auch immer gemacht habe. Hast du nicht Lust, wollen wir nicht einfach mal spielen, mal gucken, wie es geht? Und es ging. Ja, und jetzt mache ich wieder Musik. Aber danke. Ein Song aus diesem Jazz-Album. Ich finde eine sehr schöne Stimme. Danke. Es klingt so rauchig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass, also nicht so arienmäßig. Rauchig? Finde, ja, so ein bisschen so wie so eine schwarze Stimme. Wissen Sie, in Deutschland ist es also immer nicht so nach Oper. Das werden so die Journalisten ja kennen. Wenn man in Deutschland in einer Schublade drin ist, dann ist man da drin. Ja? Bis man das Alter von Johannes Heesters erreicht. Und ich war halt und bin halt immer klassischer Sänger. Und es gab auch Kritiken für dieses Album, die sagten, er klingt ja immer noch wie ein Opernsänger. Ich finde das nicht. Finde ich auch nicht. Deswegen finde ich auch nicht. Und es ist aber auch eine Meinung. Und ich denke mal, ich habe diese CD ja nicht gemacht, um die Jazzwelt zu verändern, sondern einfach, weil es Spaß macht, auch mal mit einer Big Band, wie in diesem Falle, eine CD zu machen. Ich wollte immer mit Jörg-Achim Keller, der die Arrangements geschrieben hat und dirigiert hat, musizieren mit meinem Trio, mit dem Pianisten Frank Chastinier bin ich heute hier. In kleiner, abgespeckter Form sozusagen, ohne Big Band, die haben wir hier nicht reingekriegt. Meinen Sie jetzt das Stück oder Frank Chastinier? Naja, die Anzahl der Musiker, meinte ich, ja, durchgerechnet. Ich weiß. Man erfindet ja nicht den Jazz neu, sondern es geht einfach darum, Spaß zu haben, sich musikalisch auszudrücken. Das ist halt, wie soll ich mal sagen, neben dem Unterrichten das Einzige, was ich kann und richtig gelernt habe.
Davon werden wir uns ja auch gleich noch einen Eindruck machen. Deswegen würde ich gerne damit noch so ein bisschen warten, damit der Zuschauer es auch selber hören kann. Ja, ja. Und würde vorher gerne noch von Ihnen wissen, oder vor allen Dingen von Ihnen wissen, was Ihnen geholfen hat, die Stimme wiederzufinden. Sie haben ja gesagt, irgendwann standen Sie auf der Bühne, haben Kabarett gemacht. Irgendwann hatten Sie wieder den Wunsch zu singen. Wer oder was hat Ihnen aus dieser Krise herausgeholfen? Naja, einmal der Faktor Zeit natürlich. Ja? Zeit heilt schon Wunden. Dann in demselben Jahr, als mein Bruder erkrankte, kam auch noch eine ziemlich massive Ehekrise dazu, die aber mit einem Happy End geendet hat. Frau Dorn hatte schon kurz Hoffnung gemacht. Genau. Nein, nein, keine Chance. Und ich glaube, das trägt dann auch dazu bei, wenn irgendwie auch wieder Glück einfach dazu kommt. Und zufrieden bin ich eigentlich immer. Ich glaube, ich bin ein doch sehr zufriedener Mensch generell. Wie haben Sie das denn geschafft, wieder zurückzufinden zu Ihrer Frau? Das wird ja auch noch Thema sein in dieser Sendung. Bisschen. Ehen und Ach, Probleme glaube, und dran Sie, arbeiten. Wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man sehr viel unterwegs ist und natürlich immer so, auch was den Adrenalinspiegel angeht, auf High Points fixiert ist. Also wenn Sie von einer Tournee kommen, 3 Wochen Amerika, und Sie kommen zurück und dann prallt Ihnen so der Alltag entgegen. Da geht's so runter, ne? Und, oder? Dann stirbt irgendwann auch ein bisschen die Kommunikation. Ja. Und ich glaube, wir haben einfach schlicht und ergreifend irgendwie aufgehört, miteinander zu reden. Dann sieht man eigentlich sehr schnell die Macken des Partners, und die nerven einen dann auch beidseitig. Und irgendwann haben wir aber doch gemerkt, dass Liebe doch stärker ist als irgendwelche Macken. Und irgendwann sagt man sich auch, ich liebe dich mit deinen Fehlern und nicht trotz. Und ich habe mit meiner Frau so viel Glück gehabt. Also nicht nur mit meiner Frau, sondern auch mit meiner Stieftochter. Und das ist schon etwas ganz Wunderbares, wenn man merkt, dass Liebe wiederkehrt und auch bleibt und stärker wird und so ein Urvertrauen in die Beziehung kommt. Das stärkt schon auch sehr, und das ist auch sehr glückschenkend. Ja. Thomas, wären Sie vor ein paar Jahren fähig gewesen, so einen Satz zu sagen? Ich bin eigentlich trotz meiner Behinderung immer größtenteils eigentlich auch ein Mensch, der sehr positiv durchs Leben geht. Das glaubt man zwar immer nicht. Ich habe auch schon Zugfahrten erlebt, wo ich in einem Hans-Dieter Hüsch-Buch las und mich freute und eine Frau gegenüber saß und sagte, dass Sie noch lachen können. Es passiert auch, aber nicht wissen nur Sie, in den sozialen Netzwerken offensichtlich. Ich bin jetzt 58 Jahre alt. Ich habe das große Glück gehabt, in meinem Leben eine Weltkarriere als Sänger machen zu dürfen. Ich habe immer noch das große Glück, mit wunderbaren Musikern auf der Bühne zu stehen. Wir haben gerade vor einem Dreivierteljahr habe ich die große Ehre gehabt und das große Vergnügen, mit Wolfgang Niedecken auf der Bühne vor 50.000 Menschen zu spielen in Nürnberg, wo auch ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Und ich war der glücklichste Mensch der Erde. Aber nicht nur, dass wir zusammen auf der Bühne standen, aber was ich so faszinierend fand, da saß eine Big Band auf der Bühne, und Wolfgang Niedecken nahm einen Barhocker, stellte den vorne an die Bühne, setzte sich mit seiner Gitarre dorthin, fing an zu singen. Und man hatte plötzlich trotz 50.000 Menschen das Gefühl, man sitzt in so einem kleinen Club und freut sich aneinander. Und das können nicht viele. Und das miterleben zu dürfen, hat mich mit großem Glück und Stolz erfüllt. Nochmal danke dafür. Das fand ich ganz toll. Das ist ja eine Veranstaltung, die in Nürnberg stattfindet. Da wird an einem Abend wird Klassik gespielt und am nächsten Abend wird gejazzt. Und wir beide waren Gast dieser Jazzband. Till Brönner war noch dabei. Wolfgang Hafner hat eingeladen. Wir haben alle ein paar Stücke gespielt. Und es war wirklich sehr schön. Es war wirklich eine wunderschöne Veranstaltung. Mhm. Alle, die da gekommen sind, haben sich sehr wohl gefühlt. Und es war wie eine Familie. Und dass da draußen 50.000 Leute waren, okay, die waren halt auch da. Wir haben, unser Ding gemacht. Und das war sehr, sehr innig. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Und ich glaube, wenn man das miterleben darf, und ich bin ja im Augenblick auf Tour mit meinem Trio, mit Frank Chastinier, Wolfgang Hafner und Dieter Ilk. Und
wir haben vor kurzem in Frankfurt in der Alten Oper gespielt und ich habe hinterher gesagt, dieses Gefühl, Menschen glücklich aus einem Konzert kommen zu sehen, weil wir hatten hinterher so ein Signing mit CDs und Programmheften. Und man sieht Menschen glücklichst nach so einem Konzert. Ich glaube, das ist das Schönste. Es ist ungefähr so, als wenn man, glaube ich, in einer Rakete um die Welt fliegt. Nur es riecht besser. Es riecht besser. Naja.